Der Schatz unseres kulturellen Erbes wächst jeden Tag. Angesichts dieser gigantischen Menge an Informationen stehen Geisteswissenschaftler vor gewaltigen Herausforderungen. Wie können sie auf diese Fülle zugreifen und sie für ihre Forschung verwenden? Ein Mensch kann in seinem Leben etwa 4000 Bücher lesen. Selbst wenn ein Forscher ohne Pause arbeiten würde, könnte er damit nur einen Bruchteil des vorhandenen Wissens erfassen. Seit geraumer Zeit bieten digitale Technologien zusätzliche Möglichkeiten der Recherche. Im Moment werden weltweit Millionen von Büchern, Film- und Tonaufnahmen, Fachliteratur und Forschungsdaten professionell digitalisiert und gespeichert. Digitalisierung und Archivierung allein reicht nicht aus und sind nur der erste Schritt. Ein echter Mehrwert entsteht dann, wenn Wissenschaftler ortsunabhängig weltweit auf die Quellen zugreifen und mit ihnen arbeiten können. Genau das ermöglichen virtuelle Forschungsumgebungen. In virtuellen Forschungswelten können Geisteswissenschaftler nun unterschiedliche Quellen verarbeiten, miteinander verknüpfen, mit Metadaten beschreiben, kollaborativ analysieren und veröffentlichen. Die digitalen Forschungsdaten werden von Hochleistungsrechnern weiter verarbeitet und verwaltet. Die weltweit vernetzten Rechenzentren sind in der Lage, komplexe Algorithmen zu berechnen und gigantische Datenmengen zu prozessieren. In diesem globalen Netzwerk steht das zusammengetragene Wissen der Forschung und der Allgemeinheit auf der ganzen Welt zur Verfügung. Diese neuen Technologien können die Forschungsmethoden in den Geisteswissenschaften nachhaltig verändern. Sie fördern den weltweiten interdisziplinären Austausch unter Wissenschaftlern und eröffnen völlig neue Arbeitsweisen zur vernetzten Erforschung unseres kulturellen Erbes. Wir haben eine Vision. Die Vision, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit und gemeinsam das kulturelle Erbe dieser Erde erschließen können. Die neuen Technologien helfen uns, alte Fragen neu zu stellen und ganz neue Fragen aufzuwerfen.